Brombo, die zwiegespaltene Zunge, verweigerte mir, was mir zustand. Denn ich war es, der den Eindringling tötete. Mit meinen eigenen Händen riss ich ihm die Zunge heraus und mit meinen eigenen Zähnen durchbiss ich seine Kehle. Mein Vorrecht ist es, ihn Visar zu opfern, damit sein Geist die Anzahl meiner Geisterkrieger stärkt, die ich dereinst an der Seite Visars anführen werde. So will es die Tradition. Da du den morgigen Sonnenaufgang nicht mehr erleben wirst, will ich dich an meinen Gedanken teilhaben lassen. Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, über ein Heer willenloser Sklaven zu verfügen. Was würdest du tun? Und komm dir ja nicht auf falsche Gedanken. Wie sonst wäre es diesen Waldmenschen gelungen, ein solches Reich im Süden zu etablieren? Sie hüten die Geheimnisse der Zitadelle der Geister und der schwarzen Pyramiden am Visra, eine Wacht, die sie den Echsen entrissen haben. Sie beherrschen das Yakai und kennen die verschlungenen Pfade ins Jenseits. Sie ernähren sich von den Überresten ihrer Toten und meiden die Sonne. Die Geheimnisse des Blutes sind ihnen kein Rätsel mehr. So mögen sie sich heute noch im Blute ihrer Feinde suhlen. Morgen schon werden sie die geballte Macht Elems spüren. Die Anspannungen sind überwunden und etwas Lockerung tritt ein. Nach den Tagen des Unruhes hat sich die Entladung wie ein Segen über die Stadt gelegt. Das Blut hat den Schmutz der Straße ins Meer gespült und die Alanfane begehren angenehm weniger auf. Es ist beinahe friedlich. Nur noch das geschäftige Treiben der Händler, das Wuseln der Sklaven und das Keckern der Affen vom Dschungel her erfüllt den Hafen. So habt ihr nun verschiedene Ziele und alle liegen auf dem Silberberg. Wilman muss überzeugt und das mysteriöse Treiben von Salix Kugris aufgedeckt werden. Karinor soll ihre Schiffe veräußern, das Haus Ulfard hat neue Erben. Honaret hat eventuell einen Nutzen aus dem Aufstand und Amir Honak hat eventuell seine Neutralität gebrochen. So beginnen wir. Nun, wo stehen wir also? In der Kapitänskajüte. Danke, aber Boltax, du weißt, dass das nicht ist, was ich meinte. Nun, dann stelle nicht so eine rhetorische Frage, die man mit einem rhetorischen Konter beantworten kann. Deine Zeit an der Akademie hat dich noch unerträglicher gemacht, weißt du das? Nein. Nun gut, jedenfalls, wir sehen im Moment unsere Pläne für die Granden aus. Wir werden irgendwann diesem Rat der Zwölf gegenübertreten müssen, aber wir sollten vorher vielleicht noch, sagen wir, ein wenig mehr herausfinden und ein wenig mehr Handhabe entwickeln. Ich wollte der Admiralität einen Besuch abstatten und den Gerüchten nachgehen, dass Willmann wohl nicht mehr in der Stadt befinden sollte. Ja, wenn er die Stadt verlassen hat, wird er dies vermutlich per Schiff getan haben. Vielleicht findet ihr etwas heraus. Gute Idee. Nun, ich hatte eh vor, die Familie Willmann zu besuchen. Bei der Gelegenheit könnte ich herausfinden, ob und wie Varino Willmann aus der Stadt gekommen ist, falls er nicht in der Villa ist, was ich vermute. Und wenn er die wirkliche Stadt verlassen hat, bietet sich hier vielleicht die Gelegenheit dafür zu sorgen, dass er ihn zu überzeugen, dass er nicht mehr nach Hause kommen möchte. Nun, falls er in der Stadt ist, müssten wir ihn anderweitig überzeugen. Vielleicht finde ich die Beweggründe raus. Vielleicht lässt sich aus dieser Ulfard-Geschichte eine Postenrotation konstruieren, mit der wir ihn dann von der Admiralität wegbekommen. Nun, ich wollte ohnehin zum Ex-Tempel. Möglicherweise, weiß schon, treffe ich auf diejenigen, die jetzt den Posten rotiert haben. Ich hatte ja mit dem Vogt-Vikar gesprochen gehabt. Ja, wegen dieses Waisenhauses. Genau. Boltagsheim für bedürftige Kinder. Nun, wenn ihr bei der Sache ein wenig Hilfe braucht, stehe ich euch gern zur Verfügung. Nun, wenn ihr möchtet, sehr gerne. Wir haben ja eine gemeinsame Geschichte mit Waisenhäusern. Ja, vielleicht wird Travers uns danken, wenn wir ausnahmsweise mal eins aufbauen statt ab. Richtig. Ihr seid inzwischen selber von überzeugt, dass wir ein Waisenhaus abgebrannt haben. Nein. Es war kein Waisenhaus. Nun, ihr erinnert euch an das andere in Romelis. Dies war durchaus ein Waisenhaus. Nun ja, gut. Nun, in jedem Falle, begleitet mich doch, wenn ihr möchtet. Selbstverständlich, selbstverständlich. Passt auf,
Der Schlund ist ein gefährliches Viertel. Ach, er könnte einem netten Menschen, Zwergen wie mir, schon etwas Übles. Ach so, ja, gibt schon diese Subjekte, aber... Was er damit meint, ist, wir nehmen eine Handvoll Dukatengardisten mit. Richtig. Das wäre weise. Wenn aber erstmal Priorität haben sollte, es herauszufinden, ob Verena Willmann noch in der Stadt ist und das, was mir Aragorn gesagt hat, war es. Das waren außerordentlich beunruhigende Nachrichten. Ja, ich denke tatsächlich, der Großteil unserer Anstrengungen sollte derzeit auf den Willmanns lasten, denn wenn wir Aragorn auf unserer Seite haben, ist viel gewonnen. Außerdem treibt mich diese Sache mit Salix nach wie vor um. Warum wusste er, dass ich gewinne? Ich meine, ich bin ein prächtiger und formidabler Kämpfer. Aber eigentlich war es ja Jalans Dolchstoß, der den Schlinger letztlich zu Tode versetzt hat und nur mein Schauspiel mit der Rauchwolke hat so gewirkt. Trotzdem hat er auf mich gewettet und trotzdem habe ich gewonnen, weil ich mich als Sieger positioniert habe. Vielleicht haben die Gräume uns übers Ohr gehauen. Ah, ich glaube nicht. Hinterhältig und miese Geschäftemacher. Aber wenn sie Geschäfte machen, das, wofür man zahlt, das bekommt man auch. Vielleicht solltet ihr euch mal mit der Familie Kroos unterhalten und ihrem Oberhaupt. Ja. Was stellt ihr vor, dass wir tun? Gehen wir hin und sagen, hey, Senior Kugris, wie kommt es, dass ihr gewusst haben scheint, wer den Arena-Kampf gewinnen würde? Nein, nicht so plump natürlich. Wir haben schließlich Geschäftsinteresse in der Stadt und nun, wie es scheint und wie man hört, ist ein gewiefter Händler. Vielleicht gibt es Überschneidungen. So kommt ihr ins Gespräch und nun ja, alles weitere liegt dann bei euch. Oh, das klingt sehr gut. Dann würde ich gerne Zulamin mitnehmen. Nun, sie ist ja die Geschäftige von uns. Aber behaltet im Kopf, dass Salix nicht das Oberhaupt der Familie ist. Wer ist eigentlich das Oberhaupt der Familie? Wir haben einen Familienrat, so haben wir doch Arinas heraus. Oh ja. Das muss ich nicht unbedingt ausschließen. Er könnte das Oberhaupt sein und dennoch nicht alles alleine entscheiden dürfen. Nun, so wie Aragorn das sagt, ist er auf jeden Fall für die Finanzen verantwortlich. Nun, wäre in jedem Falle wichtig, mit ihm zu sprechen, so oder so. Denn wenn wir Koragans Unterstützung haben, wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, seine zu haben. Aragorn hat durchblicken lassen, dass wir keinen roten Heller von den Kugris bekommen werden, solange Salix den Beutel zuhält. Was mich jetzt, wo ich es ausspreche, verwunderlich stimmt. Wenn es stimmt, warum verwettet er dann eine so große Summe? Nun, er hat sie nicht verwettet, aber er hätte sie verwetten können. Nein. Irgendwas ist hier im Busch. Na, egal. Wir sollten uns erst einmal auf die Willmanns konzentrieren. Die Kugris-Geschichte ist zwar irgendwie interessant, aber ich denke nicht primär wichtig für uns. Nun, die Sache könnte eine Verbindung haben. Es ist für mich durchaus vorstellbar, dass Salix Kugris von den Gräumen erfahren haben hätte können, worauf ihr gewettet habt. Aber das bedeutet ja noch nicht, dass ihr mit eurer Wette recht behalten würdet. Ganz recht, dies würde bedeuten, dass er ein sehr großes und vermutlich ungerechtfertigtes Maß an Vertrauen in uns hätte haben müssen. Nichtsdestotrotz, egal was ihr tut. Was ich meine ist, es könnte auf eine Verbindung zum Haus Willmann hindeuten. Denn die scheinen sich ja in Zukunftsdingen sehr sicher zu sein. Ja. Vielleicht lässt sich darüber dann auch eine Handhabe für den Großadmiralissimus bilden. Nun, egal was ihr tut, Boltax, vermeidet es an Bäumen zu rütteln, die Aragorn sagen wir unwohl stimmen können. Ja, ich habe nicht vor, in den Garten von ihm zu gehen und an Bäumen zu rütteln. Boltax, du weißt, was ich meine. Natürlich weiß ich, was du meinst. Warum quälst du mich so? Es macht Spaß. Aber im Ernst. Natürlich, ich werde versuchen, mein bestes diplomatisches Geschick aufzusetzen. Zu deinem Menü, du gehst mit, ja? Gerne. Hervorragend. Diamantis, wo wir gerade bei Dingen sind, die nicht gar so wichtig sind. Du warst bei der Flotte. Du kennst sicherlich eine Handvoll Kapitäne von früher. Das ist jetzt nicht besonders nett gegenüber Diamantis, ihm zu unterstellen, er wäre nicht besonders wichtig. Ich
Ich meinte Dinge, die nicht primär mit unserer Wilman-Geschichte zu tun haben. Ihr sagtet, wo wir gerade bei nicht so wichtigen Dingen sind, Diamantes. Ich weiß schon, wie er es gemeint hat, Boltax. Alles in Ordnung. Oh gut. Diamantes, ihr seid ein wichtiges Mitglied unserer Gruppe. Ja. Und genau deswegen brauchen wir eure Kontakte. Kennen wohl einige beim Namen, aber... Nun, es wäre vielleicht angebracht, wenn ihr ein wenig, sagen wir, Aufschluss zu euren alten Kameraden finden würdet und diejenigen, die gerade keine Anstellung haben, vielleicht eine in Aussicht stellt. Bei uns. Jawohl. Seemann von der Armada abwerben? Nein, ich möchte solche abwerben, die nach der, nennen wir es beim Namen, dem Debakel von Frigarias arbeitslos geworden sind. Naja, die meisten liegen tot, unter dem Meeresspiegel. Nun, schaut, was ihr kriegen könnt, ja? Wenn die Carinos uns wirklich ihre Flotte zur Verfügung stellen, hätte ich gerne Kapitän und Offiziere an der Hand. Ich kann mein Bestes versuchen. Hervorragend. Ich möchte darauf hinweisen, dass Abel, mir und ich auch noch eine Einladung von Aurelian Bonaret offen haben. Oh, ja. Bonaret. Wann hatten wir mit dem zu tun? Auf dem Fest. Ihr habt ein wahrlich kurzes Gedächt. Nun, verzeiht, dass ich auf dem Fest andere Dinge zu tun hatte. Nun, nichtsdestotrotz steht die Einladung von Herrn Bonaret, von dem Granden, immer noch. Und wir werden gut beraten, sie anzunehmen. Schließlich stellt er, ja, die Landtruppen für alle Anfang. Er kommandiert sie. Wenn ihr euch mit Bonaret unterhalten sollt, dann gibt es da etwas, was ihr wissen solltet. Dann spuckt's aus. Oragon hat etwas aufgeschnappt. Er war sich selbst nicht allzu sicher und gibt da nicht viel drauf. Weshalb ich es noch nicht erwähnt habe, aber vielleicht wird es wichtig. Sireno, der Großadmiralismus scheint sich Gerüchte halber mit einem Bonaret treffen zu sollen. Ob es Aurelian ist oder ein anderer Bonaret, konnte er mir nicht genau sagen, aber worum es geht, klingt aus den Haaren herbeigezogen, aber sie wollen wohl anscheinend die Perle angreifen über den Seeweg. Die noch einmal wen? Zusammen mit einigen Beibeutern, deren ich verstanden habe. Das soll ein Komplott sein, und zwar nicht nur gegen die Granden, sondern gegen die ganze Stadt. Also ein Bündnis aus Bonaret und Wilman? Gehen wir die CPI im Hoffahrt gleich? Mir gefällt nicht, wie viele unserer Informationen aus einer einzigen Quelle stammen. Da stimme ich euch zu. Die Frage ist, wie können wir bei Bonaret dieser Sache nachgehen, ohne es allzu plump anzufangen? Wenn er sich angeblich mit einigen Freibeutern verbrüdert hat, sollten wir vielleicht diese aufspüren und ausquetschen. Was dann nur, sollten wir gegen die Bonarets agieren müssen, auch zur Folge hätte, dass wir einen Haufen Zeugen hätten, die wir dem Rat der Zwölf präsentieren könnten. Wer wohl der Bund der Schwarzen Schlange oder das, was von den Haien von Sylla noch übrig ist, der richtige Ansprechpartner, aber ob wir einige von denen hier in Hafen finden, die überhaupt irgendwas wissen, bezweifle ich. Bin mir sicher, unsere Suche nach Naga und Olona, die wir ja auch noch antreten müssen, wird das ein oder andere zutage fördern. Müssen, wenn diese Gerüchte wahr sind und nun ja, die Landtruppen allenfalls nun ja an dieser Rebellion beteiligt sind, müssten doch auch die hochrangigen Offiziere davon wissen oder eingeweiht sein, nicht wahr? Welche gibt es denn? Nun, jede Armee hat einen General. Moment, wie haben Sie ihn genannt? Den schwarzen General? Er hat einen Namen, ich habe ihn vergessen. Aber ist der nicht in der Zeit weit weg? Im Norden irgendwo? Nun ja. Es war nur ein Beispiel. Wie er sich nennt, ist nun völlig egal. Aber nun, wenn dieser Grande wirklich eine Rebellion plant, müssen seine Leutnant und höheren Offiziere Bescheid wissen, nicht wahr?
Nicht zwangsweise, nein. Problem an den Truppen von Al-Anfa sind, dass mehr als der Großteil der Truppen aus Söldnereinheiten besteht und die alle treu der Stadt sind. Aber was Treue der Stadt gegenüber bedeutet, interpretiert jeder anders. Sei es Treue der Granden, sei es Treue des Patriarchen. Nun, sagen wir so, wir können Aurelian schlecht direkt nach seinem vermeintlichen Komplott fragen. Aber sollte dieses Komplott Tatsache sein, so liegt es im Bereich des Möglichen, dass er sich unserer Unterstützung bei dieser Sache versichern will und selbst darauf zu sprechen kommt. Und was die Loyalität von Söldnern angeht, ich denke, die gilt insbesondere dem, der sie letztlich bezahlt. Und wo sie sich die meisten Aussichten von versprechen, naja, am Ende mit einem Gewinn herauszugehen. Voltax, du unterschätzt den Einfluss der Chorkirche. Und ruhig oben im Norden sind viele Söldner leicht zu überzeugen, aber hier treiben sie ihre Verträge mit dem Blut des Manticoren. Und wer hier einen Vertrag bricht, den jagen wir. Also, nun, dann wisst ihr auch, was man bezahlt, bekommt man. Ob sie danach nicht vielleicht einen anderen Vertrag annehmen. Sie sind immer noch Söldner. Ja genau, das meinte ich doch. Dann weißt du auch, Rafim, dass Söldner dazu neigen, ihre Verträge kreativ auszulegen, wenn sie nicht absolut wasserdicht sind. Naja, das sind sie in der Regel. Nichtsdestotrotz müsste diese Rebellion finanziert werden, weil Söldner und Schiffe kosten Geld. Viel Geld. Da ist wirklich gerade in Frage, ob die Granden viel Geld aufbringen können. Ja, ob sie dieses Geld unauffällig ausgeben können. Naja, sie könnten sagen, dass sie nur eine Expedition finanzieren. Das verschlingt sehr viel Geld. Und das ist alles sehr vage, also machen wir Butter bei die Fische. Was tun wir? Wir müssen uns fragen, was antworten wir, wenn ihr uns nach unserer Teilnahme an dieser Rebellion fragt? Selbstverständlich antworten wir ihm ja. Entweder können wir ihn dann wirklich unterstützen und haben hinterher die Loyalität der Siegerseite, sind es hinterher der Loyalität der Siegerseite gewiss, oder zumindest ihre Kooperation, oder wir finden genug heraus, um die ganze Sache von innen zum Ansturz zu bringen und sind uns dann des Dankes des Rates der Zwölf gewiss. So oder so lässt sich nichts daran gewinnen, die Sache auszuschlagen. Ich denke nicht, dass er so direkt vorgehen wird, denn was, wenn wir Nein sagen? Dann müsste er uns töten und unser Verschwinden würde bemerkt. Es wäre eine riskante Sache. Vielleicht ist es nur eine kleine Sache, die er von uns möchte, die sich irgendwie in diesen Plan fügt, ohne dass es gleich offensichtlich ist. Nun, verbleiben wir also dabei. Bis auf Weiteres, wenn ein Brunnerrät um euch etwas bittet, versucht ihm Folge zu leisten. Nun, bei allen. Im gemäßigten Rahmen, versteht sich. Gewiss, wir werden uns bemühen, ihn nicht vor den Kopf zu stoßen. Aber bei all diesen vielen kleinen Intrigen und Strängen möchte ich doch noch einmal daran erinnern, weswegen wir eigentlich in die Stadt gekommen sind. Ich möchte, dass die Granden wissen, was uns bevorsteht. Und zu diesem Zweck möchte ich Chantala Karinor bitten, zu erwirken, dass ich vor dem Rat der Zwölf sprechen kann. Es muss nicht heute sein, es muss nicht morgen sein, aber bald. Das ist eine gute Idee. Ja, wir können das vermutlich nicht viel länger vor uns herschieben. Ich werde versuchen, Ihnen Angst zu machen, dass Sie die Dringlichkeit der Sache verstehen. Ich denke, dazu ist keine Übertreibung notwendig, sondern nur deutliche Worte. Abelmir, ihr beherrscht doch Illusionsmagie, nicht wahr? Was hat das damit zu tun? Nun, ihr könntet zeigen, was ihr gesehen habt. Beispiel, als wir hinabgetaucht sind zu Chalven oder als ihr einmal auf diesem Monstrum gedient habt, diese Arche. Und warum sollten sie einer Illusion mehr glauben als mir? Nun, weil Bilder, das Visuelle der Geschichte von Zulamin sicherlich unterstützend wirkt. Ihr guckt euch ja auch eher Theaterstücke an, als dass ihr, ich weiß nicht,
euch einem Marktschreier gegenüber sitzt. Das ist einfach eindrucksvoller. Nun, es ist trotzdem nicht mehr glaubwürdig. Nun, glaubt ihr wirklich, dass es um Glaubwürdigkeit geht? Ich denke schon. Sie brauchen wahrscheinlich einen handfesten Beweis. Sie werden nicht auf die Worte von irgendwelchen Abenteurern geben, die wer weiß woher kommen und ihnen Schauergeschichten erzählen. Egal, was sie bis jetzt erlebt haben. Nun, das ist richtig, aber trotzdem sind besagte Schauergeschichten eindrucksvoller, wenn sie mit Bildern untermalt werden. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja, ihr wollt das Ganze zu einem Spektakel aufblasen. Nun, glaubt ihr, dass das die Granden nicht möchten? Es sind gelangweilte, reiche, alte Säcke. Ich stimme Voltax zu. Glaubwürdigkeit liegt im Auge des Betrachters. Na gut, ich kann mein Bestes versuchen, aber ich kann für nichts garantieren. Außerdem, es ist nicht gerade so, als hätte ich den Splitter der Dämonenkrone in der Tasche, um ihn präsentieren zu können. Nun, mir wäre es lieber, wir hätten einen etwas, plausibleren Beweis für unser Tun und für unsere zukünftige Handlung. Gehen wir es von der anderen Seite an. Fällt euch irgendeiner ein, den wir innerhalb der nächsten paar Tage auftreiben könnten? Nein, natürlich nicht. Mir nämlich auch nicht. Entsprechend bringt es nichts, darüber zu diskutieren, wenn wir sowieso keinen beschaffen können. Wir werden also mit dem arbeiten müssen, was wir haben. Nun, ich werde also all meine Überzeugungskraft einsetzen. Nun, Rafim, du müsstest uns dann auf den Silberberg bringen. Ich glaube nicht, dass wir so einfach eingelassen werden. Gut, also. Wir kümmern uns irgendwann, Boltax, um den Fex-Tempel und dieses Waisenhaus. Irgendwann werden wir bei den Bonnerets vorsprechen. Aber mir sieht sich bei den Wilmans um. Was noch? Nun, ich und Sulamin sollten doch etwas über Salix herausfinden. Ja, das auch. Sollte der Kapitän auf dem Silberberg fündig werden und den Chorus Admiralissimus dort finden, werde ich nochmal in der Admiralität nachfragen, ob er dort sitzt. Dort kann ich uns auch eine Liste aller aktuellen Kapitäne besorgen. Gut, dann. Nun, wir bräuchten wohl eher die gerade nicht aktuelle Kapitäne sind. Am besten solche, die ihr kennt. Und tut, was ihr für richtig haltet. Dann hat ja jeder was zu tun. Ja, aber seid vorsichtig in der Stadt. Gibt genug Leute, die euch sterben sehen wollen. Es wäre ungewöhnlich, wenn wir in einer Stadt kommen und niemand will uns umbringen, nicht wahr? Naja, ihr habt einfach vielen die Wette versaut. Nun, dann sollten wir besser nicht allein gehen. Ja, genau das sage ich. Wollen wir uns denn heute noch auf den Weg machen oder planen wir für den Morgen? Ich würde für den morgigen Tag planen. Ja. Es ist schon spät und wollte noch ein paar Dinge nachlesen. Und ich habe noch ein, zwei Besorgungen in der Stadt zu erledigen. Gut, dann, wenn wir fürs Erste fertig sind, werde ich meinen Besuch bei Nietzsche nicht weiter aufschieben und die Wunden endlich verbinden lassen. Okay, ich glaube, Sulamin wollte sich noch mit Boltax unterhalten oder andersrum, ne? Ja, gut, dann machen wir das jetzt. Ich würde kurz sagen, dann machen wir das jetzt. Gut, Sulamin verschwindet erstmal wieder in ihrer Kabine und klopft dann nach einer Weile bei Boltax an. Bitte, herein. Oh, Sulamin, nimm doch Platz. Hier, auf meinem schönen Stein. Du hast einen Stein hier reingeschleppt? Naja, ich weiß nicht, es war Gonner. Gonner, du kannst uns alleine lassen. Ich bin bei Sulamin in bester Gesellschaft. Okay. Warne dich, Sulamin. Ich habe nicht vor, ihn zu ermorden. Was verschafft mir denn die Ehre deines späten Besuches? Sulamin hat eine Ledermappe dabei, auf der so ein Rosenmuster geprägt ist. Aber sie legt die erstmal neben sich beiseite. Nun, ein erfreulicher und ein weniger erfreulicher Anlass. Aber kommen wir erst einmal zum weniger Erfreulichen. Diese Sache mit Rafim bereitet mir Kopfzerbrechen. Hat er schon mit dir geredet? Nein. Diesen Muster? Bisher nicht. Kannst du das vielleicht etwas näher ausführen?
Nun, er scheint nach einer Erklärung dafür zu suchen. Ich habe ihm eine mögliche Erklärung gegeben, andere haben ihm andere gegeben. Aber er hat sich auch Sorgen gemacht, dass es kein göttliches Wirken, sondern eher etwas Dämonisches sein könnte. Ich meinte, wenn es etwas Dämonisches wäre, müsstet ihr das mit eurer Magie herausfinden können. Deswegen hatte ich mich gefragt. Und nun ja, auch in Verbindung mit seinem Verhalten gestern. Ja, das Verhalten hat mir in der Tat auch Sorgen gemacht. Es ist nicht der Raphim, den wir kennen und schätzen. Er wirkte blutrünstiger als sonst. Und das ist nun eine Eigenschaft, die natürlich seiner Profession liegt, aber der Art und Weise und in dieser massiven Ausprägung, das hat mich schockiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Seine Blutrünstigkeit ist ja nicht neu. Aber es ist die Art der Gegner, die mir Sorgen macht. Diese Leute sind keine Gegner. Nicht für uns und erst recht nicht für einen wie Raphim. Nein, da hast du vollkommen recht. Das ist es ja. Unschuldige sind sie vielleicht nicht in den Augen der Kranken. Und sie haben ja aufbegehrt, versucht, das System über den Haufen zu werfen. Aber in dieser Art und Weise und in dieser Massivität dagegen vorzugehen, erscheint mir auch nicht richtig. Geradezu eine Zerfratze von dem, eigentlich angebracht gewesen wäre. Ich bin froh, dass Amira etwas gesagt hat. Sie schien mehr Eindruck auf ihn zu machen als wir. Aber ich möchte ihm auch nicht in diese Sache hineinreden. Es ist seine Sache, die er mit sich und seinem Gott ausmachen muss. Aber nun ja, ein wenig Sorgen mache ich mir eben doch. Sicherlich, sicherlich. Ich mache mir ebenfalls Gedanken, was wäre, wenn es ihm einmal nicht gelänge, sich selbst unter Kontrolle zu halten und er einer kritischen Situation nun Beherrschung verliert. Stellt euch einmal vor, das bedürfte massiver Kräfte, ihn im Zaum zu halten. Wir diese Kräfte haben. Nun, ich glaube, diese Sorge hatten wir schon immer. Ich glaube auch nicht, dass er für uns zur Bedrohung werden könnte. Aber so wie er sich gestern benommen hat, könnte er zu einer Bedrohung für sich selbst, für seine Seele werden. Nun, ich verstehe, was ihr meint und ich teile diese Einschätzung. Ein schmaler Grat, auf dem er wandelt,